Ja, hallo Leute und willkommen zum neuen Video. Ich stelle euch heute mal das neue Bauprojekt vor, was ich auf meinem Kanal machen möchte. Und vielleicht seht ihr schon, das ist ein Schiffsrumpf. Dementsprechend ist das das Kreuzfahrtschiff Mark II. Ich möchte, dass sich das relativ stark an meinem ersten orientiert. Aber ich möchte einige Verbesserungen einbauen. Ich habe den Rumpf etwas überarbeitet, also das ist grundsätzlich erstmal derselbe Rumpf. Ich habe den um 10 Blöcke verbreitert, dementsprechend ist er auch noch ein bisschen länger geworden. Das heißt, das Schiff wird etwas größer. 10 Blöcke breiter und ich weiß nicht, ich glaube 15 Blöcke länger insgesamt. Also ist in der Breite auf jeden Fall deutlich mehr Platz. Und ja, ich versuche jetzt hier das ein bisschen kleinschrittiger zu halten, die Folgen. Das heißt, dass ich da mehr Raum habe, um Sachen zu erklären, wie ich das mache. Ich möchte eigentlich keine Baufolgen an sich machen, weil ich weiß irgendwie nicht, was ich dann dazu, wenn ich da irgendwas baue, zu erzählen soll. Und ich glaube, das ist auch nicht so interessant, weil Bauen und sowas ist halt relativ viel ausprobieren, wieder abreißen, gucken, was gut aussieht. Das ist immer ein relativ langwieriger Prozess. Und ja, ich würde sagen, ich erkläre jetzt erstmal, wie ich das Ganze hier plane. Ihr seht, das sind einige Wollemarkierungen. Und ich fange außen einfach mal an. Als außen seht ihr hier die blauen Blöcke, die haben nichts mit den blauen Innen zu tun. Das ist einfach die Wasserlinienmarkierung. Das heißt, hier wird später die Wasserlinie sein. Das ist nachher für Fenster wichtig, dass die nicht unter der Wasserlinie sind, etc. Dann hier das Loch. Das wird der Eingang sein. Die blauen Blöcke innen sind dann entsprechend das grobe Wegsystem schon mal. Unten die Blöcke, die roten, sind einfach eine Mittellinienmarkierung. Genauso wie die Blöcke oben. Dann seht ihr hier von den roten Blöcken geht einmal was ab. Das ist die größte Besonderheit hier jetzt. Wie beim alten Kreuzfahrtschiff auch, will ich hier eine Schiffslobby haben. Mit großen ovalen Fenstern, die ein quasi das Hauptdesignelement von außen oder das Hauptwiedererkennungsmerkmal darstellen. Und wie ihr seht, wenn ich hier ein Stück wegfliege, ist das, glaube ich, gut zu erkennen, das ist nicht einfach genau in der Mitte. Und ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie ich irgendwie genau, warum ich das genau hierhin gemacht habe. Ich meine, ich hätte es auch weiter nach hinten machen können, weiter nach vorne. Warum ist das jetzt gerade hier? Dazu nehme ich jetzt mal meine Welded-Axt und zeige euch, wie lang das Kreuzfahrtschiff ist. Jetzt mache ich die erste Markierung hier. Und die zweite ist ganz vorne. Dementsprechend seht ihr da schon in den Klammern stehen 321 Blöcke. Ich markiere das vorne nochmal, damit ihr sicher seht, dass es auch wirklich so lang ist. Dann markiere ich erstmal den Block hier. Das ist der Second Position Set. Sind 642, die Hälfte davon ist hier 321. So, das ist quasi die Gesamtlänge vom Kreuzfahrtschiff, vom Bug zum Heck. Und jetzt habe ich die Zahl einfach mit 0,61 multipliziert. Das heißt, der Mittelpunkt von der Lobby hier, von dem Glasfenster, sind 61,8% von der Gesamtlänge. Wie komme ich jetzt auf diese komische Zahl 61,8%? Das ist einfach ein mathematisches Teilungsverhältnis. Das ist unter goldener Schnitt bekannt. Das ist ein Teilungsverhältnis, das kommt in der Natur einfach relativ oft vor. Wurde in der Architektur auch schon von den alten Griechen verwendet. Und das ist einfach, was fürs Auge relativ angenehm ist. Das besagt einfach nur, dass das Verhältnis von der Gesamtlänge, also von da ganz hinten zu da ganz vorne und zu dieser Strecke hier, von vorne zur Schiffslobby. Also ich erzähle es nochmal, vielleicht ist es ein bisschen undeutlich gewesen. Also die Strecke von vorne nach hinten verhält sich zur Strecke von vorne bis zur Schiffslobby genauso wie die Strecke von vorne bis zur Schiffslobby, wie die Strecke von der Schiffslobby bis zum Heck. Das heißt, wenn man alle Strecken durcheinander teilen würde, würde man immer auf dieselbe Zahl kommen. Dementsprechend kommt, wenn ich das mit dem Multiplikator mal nehme, 198,378 Blöcke
raus. Das habe ich dann gerundet auf 198 Blöcke. Und wenn ich hier dann die erste Position mache, seht ihr hier 198 Blöcke von da vorne. So habe ich einfach dieses Element festgesetzt. Und ja, die grünen Markierungen sind dann wieder Wegmarkierungen auf einer höheren Etage. Die Höhe ist jetzt mal irrelevant, das ist einfach nur zur Festlegung. Dann hinten habe ich ein bisschen Bereiche abgesteckt. Hier möchte ich quasi kleine Balkone reinbauen. Und das hier hinten ist einfach ein Bereich, der freigehalten werden soll, genauso wie der türkise Bereich hier. In dem türkisen Bereich plane ich ein Restaurant, kann auch noch was anderes hinkommen. Muss man halt dann nochmal schauen. Und ja, dementsprechend mit den ganzen Wollmarkierungen etc. so plane ich das Ganze erstmal grob vor. Nächstes Mal werde ich unten die Lagertechnik einbauen und ich hoffe auch schon das Kassensystem hier vorne, weil das erstmal am meisten Platz braucht. Zu den Aufzugssystemen werde ich Command-Block-Aufzüge benutzen. Darum brauchen die relativ wenig Platz. Und ja, soweit erstmal zur Erklärung, wie ich das Ganze vorausplane. Ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, euch hat es gefallen soweit. Ich hoffe, die Erklärung zu diesem Teilungsverhältnis war einigermaßen verständlich. Und ja, ich hoffe, euch gefällt quasi eine Neuaufsetzung von meinem Kreuzfahrtschiff. Und man sieht sich bis dann und ciao.